guten Tag, Karl. Herr Direktor. Was ist los? Nun starren Sie mich nicht an, als wäre ich ein Gespenst. Ich habe einen Fußmarsch von 5 Stunden hinter mir, immer quer durch Schutt und Trümmer. Da sieht man eben so aus. Oder wundern Sie sich, dass ich noch lebe? Wenn ich mir erlauben darf, ehrlich zu sein, Herr Direktor, ich habe Herrn Direktor schon unter den Toten geglaubt. Nur das freut mich. Totgesagte leben am längsten. Welcher Art waren denn die Gerüchte? Ja, wie soll ich mich ausdrücken? Es hieß, Sie wären nach Ihrem plötzlichen Verschwinden im vergangenen Jahr, wären Sie... Unterm Fallbeil gelandet. Sprechen Sie es nur aus. Na, das stimmt glücklicherweise nicht. Ich war bloß im Gefängnis, wie Sie sehen. Entsetzlich. Ah, wissen Sie, man muss alles im Leben mal mitmachen. Wo ist dein Herr von Bohlen? In seinem Zimmer. Na, dann melden Sie mich mal an. Jawohl, Herr Direktor. Willkommen, lieber Lösing. Gott bitte ich froh, Sie gesund wiederzusehen. Aber befürchten Sie nicht, dass Sie zu früh auftauchen? Ich denke, die Vorausabteilungen der Amerikaner werden bald da sein. Deshalb im gestreiften Frack. Wieso sollten wir verbergen, dass auch das Haus Krupp unter Hitler zu leiden hatte? Ja, ja. Aber wer wird's uns glauben, Lösinger? Wer wird's uns glauben? Ich bezweifle, dass man uns Ihren kleinen Flirt mit den Leuten vom 20. Juli nennenswert honorieren wird. Ein misslungener Staatsstreich ist nicht mehr wert als ein geplatzter Wechsel. Makulatur, bestenfalls ein Erinnerungsstück. Womit ich nicht abwerten will, was Sie versucht haben, Lösinger. Ach was. Ich weiß selbst. Der Versuch kam zu spät. Am besten Waffenstillstand im Osten weiter, das hätte man sich früher überlegen müssen. Warum sind Sie eigentlich nicht nach Schweden gegangen? Ich denke, Werner Green hat es Ihnen angeboten. Flucht? Nein, Lösinger. Flucht wäre Schuldbekenntnis. Mir ist völlig klar, wenn ich in meine Firma in eine spätere Zeit hinüberretten will, darf ich mich jetzt gewissen Schwierigkeiten nicht entziehen. Aber freiwillig verzichten? Abtreten ohne Widerstand? Ich denke nicht daran. Und welche Richter mich auch immer fragen sollte. Schuldig. Ich kann nur antworten, nicht schuldig. Krupp war ein Betrieb von vielen. Wer musste nicht tun, was die Regierung befahl? Ob man gegen Hitler war, auf diese Frage sollte man sich gar nicht erst einlassen. Man war Industrieller. Und es ist nun mal die Eigenschaft eines Industrieunternehmens zu liefern, was bestellt wird. Ihr Herr Vater hat sich zu sehr engagiert. NS-Musterbetrieb. Da wird immer gewarnt. Wie geht es ihm denn? Nach den letzten Nachrichten von Schloss Blühnbach leider schlecht. Es ist ganz plötzlich gekommen. Er kann weder gehen noch stehen, kaum essen, nicht mehr hören und nicht mehr sprechen. Und so bedauerlich das ist, es dürfte ihm manches ersparen. Desto mehr wird man sich an Sie halten, Alfred. I'm looking for Krupp. Have you any idea where I'd find him? Sorry, no, sir, but I think he will probably be in his house. Okay. Lösinger, überlegen Sie. Die Russen sind im Begriff, Berlin zu besetzen. Was heißt denn das? Das heißt, das Jahr 18 ist wieder da. In anderer Form natürlich. Der Sozialismus klopft an die Tür. Ja, ja, Lösinger, und diesmal ein bisschen kräftiger. Legen wir Jalta zugrunde, dann ist die östliche Hälfte Deutschlands verspielt. Man wird dort nach der Niederlage sich etwas tun, was an die Grundsubstanz geht. Dann werden dort sozialistische Zeiten kommen. Was das geschichtlich bedeutet, diese ungeheure Kräfteverschiebung, wenn sie irgendwo in aller Konsequenz begriffen wird, dann in der amerikanischen Industrie. Ich weiß aus erster Hand, es gibt nicht wenig Leute drüben, die die Allianz mit den Russen längst bereuen. Feuer und Wasser vertragen sich eben nicht. Das Bündnis wird naturnotwendig in die Brüche gehen. Was tut man, wenn man sich von einem Verbündeten trennt? Man sieht sich nach einem neuen um. Verzeihung, Herr von Bohlen. Die Nachhut der Wehrmacht hat Essen soeben verlassen. Darf ich mich angesichts dieses bedauerlichen Umstands höflichst verabschieden? Was soll denn das heißen, Karl? Wenn Sie erlauben, ich habe eine Schwester im Schwarzwald, die dringend meiner Unterstützung bedarf. Was denn? Sie wollen uns im Stich lassen, nachdem Sie so lange bei uns waren? 26 Jahre, 5 Monate und 13 Tage. Den heutigen halb nicht mitgerechnet. Ich bedauere zutiefst, kündigen zu müssen, gnädiger Herr. Es war eine schöne Zeit. Sie meinen, die ist vorbei?
Ich habe mir diese Grundfrage auch meiner Existenz in den letzten Tagen mehrfach vorgelegt. Mein bescheidener Verstand kommt nicht umhin darauf, mit Ja zu antworten. Vox Populi. Sie sind ein Esel, Karl. Was haben Sie denn zu befürchten? Unglücklicherweise bin ich als Chef des Hauspersonals gezwungen gewesen, der Partei beizutreten. Aber Karl, dazu waren auch noch ganz andere gezwungen. Mir scheint, die Diskussion erübrigt sich. Sie sind da. Menschenskind, nehmen Sie endlich Ihren Rucksack ab und öffnen Sie, wer sich gehört. Jawohl. Was soll ich sagen? Na was schon, das Übliche. Guten Tag, Sie wünschen bitte. Sie wünschen bitte, sehr wohl, wie Sie wünschen. Aber auf Englisch natürlich. Sehr wohl auf Englisch. Okay, sir, all right. What can I do for you, sir? Die Herren haben bereits selber geöffnet. Please, gentlemen, come in. Sind Sie Krupp? Alfred Krupp von Bohlen. And you? My name is Lösinger. Very glad to see you, Captain. Excuse my dress, but I had been a prisoner of Hitler until today. Okay. Immer gegen Hitler gewesen, schon vor 100 Jahren. Alle beide. Of course. Sie sind verhaftet. Captain, das werden Sie bereuen. Wir haben nur unsere Pflicht getan, wie jeder andere Deutsche. Gentlemen, let's go. What's up, sir? Captain, your command is finished now. I've ordered to take over these men from you. Okay, sir. Command finished. Herr Krupp von Bohlen. Herr Lösinger. My name is Bergert. Major Bergert from Counterintelligence Corps. Ich bitte Sie, zu mir in den Wagen zu kommen. Wohin bringen Sie uns, Herr Major? Zu unserem Kommandostab. Alles Weitere wird sich finden, meine Herren.
Wenn sich auch einige Ungelegenheiten nicht ganz vermeiden lassen, ein Grund zur Beunruhigung besteht, hoffe ich nicht. Ich darf bitten. Na, immerhin. Schon etwas bequemer. Die ersten Wochen des Friedens hatte ich in einem Lazarett der Roten Armee zubringen müssen. Im Juli konnte ich endlich nach Magdeburg zurück. Voll Unruhe und Ungeduld lief ich durch die zerstörte Stadt. Auf der Suche nach Freunden und Genossen von früher. In der Hoffnung auf ein Lebenszeichen von Hans und Erich. Die Wernerstraße, steht die noch? Zum Teil. Welche Nummer? 78. Da war früher die Kneipe, das Ross. Stimmt. In der Ecke sieht's auch schlimm aus. Tja, ja, armes Deutschland, was ist aus dir geworden? Man ist ja dämlich. Man müsste auswandern, weit weg nach Kanada oder Australien. Auch eine Lösung. Wir verlagern Deutschland einfach, in die Wüste, zu den australischen Kängurus, dass da noch keiner drauf gekommen ist. Worauf bist du gekommen? Den Laden selber in die Hand nehmen. Na, dann mach mal. Ist jemand im Büro? Alle unterwegs. Ich möchte mich anmelden. Komm nach zwei. Sag mal, Anton Wrege und Wilhelm Kaiser, kennst du die? Du, ich bin selber erst heute Morgen angekommen. Aha. Was starrst denn so? Gefällt's dir nicht? Im Gegenteil. Guten Tag, mein Name ist Krause. Ja, und? Wohnen Sie hier? Das sehen Sie doch. Früher war das mal meine Wohnung. Ach so. Das Wohnungsamt hat mich eingewiesen. Mhm. Kommen Sie bitte rein. Die Möbel gehören Ihnen, nehme ich an. Ja, zum Teil. Nebenan steht noch was. Wenn nicht mehr alles da ist, ich kann nichts dafür. Vor mir haben hier schon andere gewohnt. Ich komme nicht wegen der Möbel. Meine Söhne suche ich. Hier hat sich niemand gemeldet. Kein Brief, kein Lebenszeichen? Nichts, leider. Das muss nichts bedeuten, Herr Krause. Wie viel Post geht heutzutage verloren? Ich möchte die Briefe nicht zählen, die jetzt durch Deutschland irren. Oder auf den Postämtern liegen, Adressat unbekannt verzogen. Es müssen Hunderttausende sein. Wahrscheinlich. Sie können wenigstens noch Hoffnung haben. Das ist besser als die Gewissheit, dass es keinen mehr gibt, auf den man warten kann. Ihr Mann? Ja, Stalingrad. Waren Sie auch Soldat? Nein. Ich dachte, weil Sie verwundet sind.
Das hängt anders zusammen. Was ist nun mit der Wohnung? Wollen Sie die wieder haben? Keine Angst, ich vertreibe sie nicht. Ich suche mir schon was. Aber diesen Persilkoffer würde ich gern bei Ihnen unterstellen. Hol ihn heute Abend wieder ab, geht das? Natürlich. Danke. Das Gastwirtsehepaar Kaiser unten aus dem Ross. Wissen Sie vielleicht, wo ich die finde? Leider nicht. Die Familie Wrege? Anton und Annie Wrege, drüben aus dem Laubenviertel, Kolonie Fortuna. Kenne ich nicht. Aber die Kolonie gibt's nicht mehr. Das wurde noch Wehrmachtsgelände, kurz vor Kriegsschluss. Mhm. Und deinen gewissen Paul Barbarino? War früher Obermeister bei Krupp. Ach, so ein Schmaler. Im Kriege meistens in Braun. Ja, so ein schmaler Brauner, ganz richtig. Ein Freund von Ihnen? Das wohl kaum. Wenn wir denselben meinen, der wohnt jetzt schräg rüber, da wo früher der Milchladen war. Durch Tor und über den Hof. Aha, danke. Vielleicht weiß der was von meinen Söhnen. Bekannter. Ich habe keine alten Bekannten. Ich bin's, Paul. Fred Krause. Fred? Na sowas? Tag, Paul. Du dachtest wohl, ich lebe nicht mehr. Ich freue mich, dass du's überstanden hast, Fred. Ich freue mich ehrlich. Den Eindruck habe ich nicht, sonst würdest du mich reinlassen. Oh, entschuldige, ich bin noch ganz perplex. Damit das gleich alles das abholte, mitten in der Arbeit, da hatte ich keine blasse Ahnung. Wirklich nicht. Ich hätte dich gewarnt, das musst du mir glauben. Gewarnt? Du? Du wolltest doch unbedingt den Krieg gewinnen. Aber lassen wir das, Paul. Wie geht's dir denn? Was machst du? Ich arbeite. In Trümmern, Schip, Schip, Hoa. Immer frei weg. Wie die meisten hier, Marien. Und was denkst du so? Denken? Ich? Ich denke überhaupt nicht. Denken habe ich mir abgewöhnt. Ich würde es mir wieder angewöhnen. Wozu? Bei mir kommt doch bloß immer das Falsche raus. Mensch, hör auf. Warum verbarrikadierst du dich so? Weil ich keinen sehen will. Du hast ja keine Ahnung, wie es in unser einem aussieht. Kannst du dich gar nicht reinversetzen. Ich versuch's doch gerade. Tu doch nicht so. Wer bin ich denn schon? Ein Idiot, der bis zum Schluss der falschen Fahne nachgelaufen ist, der nicht so schlau war wie ihr. Na schön. Ihr habt recht behalten. Alles so gekommen, wie ihr es vorausgesagt habt. Bitte sehr, bescheinige ich euch, aber nun seid zufrieden und lasst mich in Ruhe. In Ruhe werden wir keinen lassen, Paul. Nichts und keinen, das bilde dir nicht ein. Dafür gibst du viel Arbeit. Gegen Arbeit habe ich nichts. Und gegen was hast du was? Gegen nichts, gegen gar nichts. Außer gegen Politik. Wenn nur die Finger verbrannt, das reicht. Fürs Leben reicht das. Aber das Leben ist... Ist Politik, ja, ich weiß. Brauchst die Platte erst nicht aufzulegen. Ich höre sowieso nicht hin, ich will nicht hinhören. Verstehst du, ich bin bedient. So, nun sag, was du hier willst oder hau wieder ab. Meine Jungs, hast du nichts gehört? Ja. Post ist da. Brief aus Essen und ein Feldpostbrief. Briefträgerin wusste nicht, wohin damit, und da hat sie es mir gegeben. Bitte. Wo sind sie denn, deine Briefe? Hab sie doch hier hingelegt. Moment mal, Sie können ja nicht weg sein. So haust man nun. Mein Häuschen ist hin. Umsonst gerackert für nichts. Ein Bombenkrater. Ein Milchladen, das hier. Feuchter Stall. Mich furchtbar erkältet. Warst du krank? Ach was. Sieht da wie Drückebergerei aus. Arbeiter natürlich. Wo? Muss ich zweimal sagen? Bei den Trümmertruppen. Schip, schip, hurra, mal hier, mal da, wo sie uns gerade einsetzen. Warum nicht im Werk? Was soll ich im Werk? Von vorne anfangen. Als Hilfsarbeiter. Vorne anfangen wäre nicht das Schlimmste, Paul. Wenn schon, dann woanders. Wo mich keiner kennt, aber im Werk. Nee. Da grinst mich doch bloß jeder Lehrling an. Da ist er ja wieder der große Meister. Jetzt ist er klein, so klein, mit Hut.
Wie sind Sie ja? Absender Ernst Gründler. Ich kenne keinen Gründler. Ein Kamerad von Hans. Schlechte Nachricht. Hans. Weihnachten 44. Im Ärmelkanal. Euer Scheißkrieg. Man müsst euch schippen lassen, bis ihr schwarz werdet. Bis ans Lebensende. Alle 8 Millionen Nazis. Schipp, schipp, hurra! Immer frei weg! Meine Frau lebt auch nicht mehr. Im Februar. Luftmine. Ich war gerade auf Nachtschicht. Mein lieber, guter Sohn Fred, heute habe ich erfahren, dass du lebst. Wenn du mich brauchst, komme ich sofort, auch wenn ich zu Fuß gehen müsste von Essen nach Magdeburg. Um uns mach dir keine Sorgen, wir wohnen jetzt bei Erna. Wochen haben die Amerikaner abgeholt. Ich habe ihm immer gesagt, du kriegst noch deine Strafe. Gustav geht's gut, der ist wie eine Katze, fällt immer auf die Beine. Von deinem Hans wissen wir nichts. Vater ist leider krank. Dein Erich geht hier ins Gymnasium und ist gesund. Wenigstens eine gute Nachricht. Erich ist mir geblieben. Lass mich raus, Paul. Warst du schon rum? Ja, vorhin. Der Kriegerwitwe. Ich weiß. Was machst du nun? Willst du sie raussetzen? Wie komme ich dazu? Was ich dir noch fragen wollte, weißt du, was aus Anton und Wilhelm geworden ist? Die sind wieder da. Mensch, das sagst du mir erst jetzt? Wo? Im Werk. Also heute irgend so eine Versammlung sein. Die Amis bzw. die Tommy sind ja gerade erst raus aus Magdeburg. Bis dahin war nicht viel zu kochen für Anton und Wille. Anton hatten sie gleich wieder eingesperrt. Kaum, dass der zurück war aus Sachsenhausen. Politische Betätigung ohne Genehmigung der Besatzungsmacht. Dann hat er ja freie Bahn, seit die Russen da sind. Dir waren die Amis und die Tommys wohl lieber, Paul. Die? Hör mir auf. Das sind vielleicht gar... Die Amis sind mit 50 Lastwagen aus dem Werk gefahren. Maschinen drauf, Zeichnungen, Patente und alles Wichtige aus dem Betriebsarchiv. Den Rest haben die Engländer mitgenommen, die halbe Direktion gleich mit. Auch Dr. Mengert. Alles rüber nach Rheinhausen. Was noch übrig ist, das werden sie ja nur wohl die Russen holen. Wenn sie es tun, sie hätten ein Recht dazu. Ja, ich sehe das schon ein. Wenigstens etwas, was du einsiehst. Ich sehe noch viel mehr ein, Fred. Ich bin bloß fertig. Restlos fertig. Das halbe Leben, meine einzige Dusseligkeit. So leicht verwindet man das nicht. Aber mit deinen Ketten vor der Tür wirst du auch nicht weiterkommen, Paul. Ich habe auch gar nicht die Absicht, weiterzukommen. Hier, die genügt mir. Schipp, schipp, hurra, jawohl. Völlig mit einverstanden. Bis ans Lebensende. Ganz nach Wunsch. Das ist Blödsinn. Darüber sprechen wir noch. Mach dir keine Mühe. Ich hab dir gesagt, ich will keinen sehen. Ich hau in den Sack. Mein erster und mein letzter Arbeitstag ist das gewesen. Ab morgen gehe ich wieder hamstern. Das zahlt sich wenigstens aus. Eine Drehbank, die läuft, zahlt sich mehr aus auf die Dauer. Was bist denn du für ein Märchenerzähler? Hier wächst doch bald Gras, Mensch. Das sieht doch jeder Idiot. Was heißt Idiot? Idioten seid ihr, wenn ihr das zulasst. Das hier ist eine ganz schöne Lippe. Willst du einen Chef spielen, was? Chef? Ich will nicht, dass hier Gras wächst. Neues Futter, das Fundament wird gerichtet und einen neuen Reitstock müssen wir finden. Meine ich doch. Woher denn, ihr Schlaumeier? Na, suchen. Im Schutt liegt mehr, als du denkst. Such doch alleine. Ich suche mir was anderes, nämlich was zu fressen. Sonst kipp ich um vor Hunger. Komm, Hotte. Moment. Bitte. Und du? Ich bin auf Kohldampf trainiert. Und was das Gras betrifft, was hier wächst, davon müssen wir leben. Einfache Rechnung. Überlegt euch das nochmal. Ja, wenn man das Ding behalten könnte. So für sich selber.
Wozu? Mensch, Töppel drehen. Bei mir im Keller. Jede Menge Töppel drehen und dann auf die Dörfer damit. Wer spricht denn zuerst, Wilhelm? Du oder ich? Mach du mal den Anfang. Na schön. Das ist doch nicht möglich. Fred! So was. Jetzt bin ich sprachlos. Anton! Mensch, Junge. Langsam glaube ich am Wunder. Ja, ja, Wilhelm. Unkraut vergeht nicht. Wann bist du denn angekommen? Vor 2 Stunden. Was ernst ist mit deinem Arm? Nur ein Loch im Fell. Wobei. Nachher, Wilhelm, jetzt müssen wir anfangen. Entschuldigt. Aber einer unserer Genossen ist zurückgekommen. Fred Krause. Ein alter Freund und Kumpel. Der ein oder andere von euch kennt vielleicht noch. Sucht einen Stuhl, Fred. Also, Genossen. Wie euch bekannt ist, hat zwischen dem Zentralkomitee meiner Partei und dem Zentralausschuss der Sozialdemokratischen Partei eine Beratung stattgefunden, auf der ein Aktionsprogramm beschlossen worden ist, das die Richtung unseres gemeinsamen Handelns festlegt. Wiederaufbau, Zerschlagung der Reste des Faschismus, Aufbau einer antifaschistisch-demokratischen Republik, gemeinsame Veranstaltungen beider Parteien, gemeinsame Klärung aller ideologischen Fragen, immer wird die Betonung auf Gemeinsamkeit liegen. Gemeinsam werden wir diese Aufgaben lösen. Werden wir uns zusammenschließen zu einer starken sozialistischen Partei der Einheit der Arbeiterklasse, die die Machtfrage jetzt und für immer stellt und löst. Ja, Genossen, eigentlich müsste das ein festlicher Saal sein, keine Ruine. Obwohl, vielleicht ist das gut so, wenn die Trümmer links und rechts erinnern einen daran, was man versäumt hat, was man teuer bezahlt hat. Was der Kardinalfehler war, diese Spaltung. Die Einheit, Genossen, ist das Wichtigste. Alles andere kommt von... Nee, kommt nicht von selber. Aber wir werden es schaffen. Durchs Werk bist du schon gegangen? Ja. Dann weiß ich, was los ist. Man muss sich sofort einen Überblick verschaffen. Wer ist noch da? Wo setzt man den ein? Wie sieht's mit Material aus? Wo liegen die Schwerpunkte und so weiter? Wir dachten, dass du das in die Hand nimmst. Anton, mein Guter, was bedeutet denn bei dir in die Hand nehmen? Dafür verantwortlich sein. Als Produktionsdirektor. Ich? Ja. Ich bin Dreher, falls ihr das vergessen habt. Von Verwaltung habe ich keine Ahnung. Heißt das, du willst nicht? Anton, wollen ist nicht die Frage. Ich fürchte, ich kann's nicht. Da hätte der ja recht, ja, aber wir können nicht regieren. Wieso steht er überhaupt hier noch herum? Ich werde dir einschmelzen, Fritze, komm. Und du? Du wirst es lernen, Fredi. Von wegen kann ich, du kannst. Gib mir eine Drehbank. Am Schreibtisch bin ich nicht zu Hause. Am Schreibtisch wirst du vorläufig seltener sitzen, als du denkst. Komm mit. Wir sprechen gleich mit dem sowjetischen Generaldirektor darüber. Übrigens ein alter Bekannter. Verstanden. Na komm. Na komm, komm. Das ist die Liebe von Matrosen. Auf die Dauer, lieber Schatz, ist das Herz kein Ankerplatz. Oh, mich erkennen wieder. Magdeburger Hof. Maskenball. Ingenieur Konopatov. Noch derselbe. Ich habe dieses Perücke ganze Jahre über behalten. Nur Souvenir. Und wie ich höre, ich muss nach Magdeburg. Kommt Gruß und verwalten. Habe mir gesteckt den Koffer. Dann nun erstmal Prosit und herzlich willkommen. Master Robin. Prost. 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 So, nun wichtigste Frage. Was werden Sie tun? Uns fehlt ein Produktionsdirektor. Und dem fehlt auch was. Der Mut. Glaube ich nicht. Hat so viel Mut bewiesen. Nun? Sie sind Ingenieur, Genosse Konopatov. Sie haben studiert. Ich habe nur Kops-Pantinen-Schule besucht. Und Schule des Lebens. Mein lieber Freund. Anton und Wilhelm sind Mitglieder der neuen Werkeleitung. Haben auch nicht Universitäten besucht. Macht, die man hat, erkämpft. Man muss ausüben. Selbstverständlich dazu gehört Wissen, Fachkenntnis. Aber man kann erwerben. Fernstudium, Technologie, Ökonomie. Leicht gesagt. Es ist doch so. Krupp Gruson bleibt nicht SAG.
Eines Tages, ich packe wieder meine Koffer. Und dann diese Stunigkeiten bleiben frei. Also, lernen und wenn tausend Schwierigkeiten. Wer jetzt weicht, ausdenken, nicht an morgen. Habe ich recht? Ja, ja, schon. Na also. Entschuldigung. Кондопуатов говорит, везете, пожалуйста, сразу все документы с собой. Ich weiß nicht, bin ich wirklich der richtige Mann? Was soll ich dir darauf antworten? Das wird sich rausstellen, Fred. Mensch, zieh dich nicht wie eine Jungfer. Ich zeig dir dein Zimmer. Erst muss ich nach Essen-Erich holen. Ich habe jetzt nur noch den einen. Ich verstehe dich, Herr Fred. Aber Erich ist voller wie bei deiner Mutter ganz gut aufgehoben, meinst du nicht? Hier wär's. Müsste ich dann anfangen? Morgen blasen wir die SM-Öfen an. Da musst du ein paar Worte sagen. Aber die Hauptsache ist die Personalfrage. Wir finden keinen Chefingenieur. Bei Hensfeld war schon jemand. Er will nicht. Warum nicht? Frag ihn selber. Guten Abend, Frau Hensfeld. Ach, Herr Krause. Entschuldigen Sie die Störung. Ich möchte zu Ihrem Mann. Schickt Sie der Betrieb? Ich war zufällig in der Nähe, wissen Sie. Und wenn es sich darum handelt, ob mein Mann wieder anfängt, kann ich Ihnen schon jetzt eine Antwort sagen. Nein. Er geht zu seinem Schwager. Ingenieurbüro. Kleiner Privatbetrieb. Ist das schon perfekt? So gut wie. Das heißt noch nicht ganz. Guten Tag, darf ich Ihnen doch sagen, oder wollen Sie mich nicht reinlassen? Bitte. Herr Krause, ich begreife Sie nicht. Bin ich wirklich so unentbehrlich? Ein Konzernmann? Ein Besserwisser mit bürgerlichen Vorurteilen. Wer bezeichnet Sie so? Seien Sie ehrlich. Ein leitender Ingenieur, der 25 Jahre bei Krupp war, wird mit Misstrauen betrachtet. Dazu kennen wir Ihren Mann zu lange. Sie kennen mich eben nicht. Ich glaube, ich muss es ihm sagen, Gerda. Nicht doch, Ewald. Das ist vorbei. Doch, er muss es wissen. Sie erinnern sich an den Tag Ihrer zweiten Verhaftung, nicht wahr? Ja. Vormittags um 11 Uhr wurden Sie ans Tor gestellt. Sie wissen es noch? Natürlich. Das vergisst man nicht. Ich habe in meinem Büro am Fenster gestanden und habe zugesehen. Was hätten Sie auch anderes tun können? Ich hätte etwas tun können. 2 Stunden Vorsprung hätte ich Ihnen verschaffen können. Durch ein einziges Wort. Ein Wink. Ich wusste es seit früh um 9. Aber ich wollte korrekt sein. Loyal. Sie können es auch Feigheit nennen. Verspüren Sie immer noch das Bedürfnis, mit mir zusammenzuarbeiten? Ich schätze Ehrlichkeit. Außerdem handelt es sich nicht um mich, sondern um das Werk.
Glauben Sie ernsthaft, dass diese Schornsteine jemals wieder rauchen? Dass diese Trümmerwelt verschwindet? Dass man wieder leben kann? Normal leben und arbeiten wie früher? Wie früher möglichst nicht. Früher bedeutet auch nicht nur Krieg und Hitler. Früher, das ist mehr. Schöne Städte, Brücken, die sich über Flüsse schwingen. Straßen, die hell sind von Lichtreklame und voll von Bummlern am Wochenende. Nein, nein, Herr Krause. Das ist verspielt und verloren. Das erleben wir nicht mehr. Ich bin sicher, dass wir es erleben. Sie machen sich Illusionen. Nicht, dass ich Sie nicht verstünde, Herr Krause. Nein, Mutti. Sie wollen sich Ihre neue Welt aufbauen. Sie glauben dran. Aber Sie übersehen eine ganz einfache Tatsache. In dieser Hälfte Deutschlands sind 4 Hochöfen übrig geblieben. Drüben 120. Drüben liegt Steinkohle, Erz, die ganze Ruhr. Was ist hier? Vorwiegend Acker und märkischer Sand. Platz zum Bauen. Mit wem denn? Mit Umschülern? Mit Umschülern und fähigen Chefingenieuren. Guten Abend. Unsere Tochter Anita, Herr Krause. Guten Abend. Ich war in der Schule, ab September ist wieder Unterricht. Wird auch Zeit. Hast du den Garagenschlüssel? Ich muss mein Rad wegbringen. Sie sehen aber anders aus. Wieso anders, Fräulein? Kennen wir uns? Na, anders als auf dem Bild. Ach ja, das Bild. Gib Acht, in der Garage brennt kein Licht. Mhm. Die kleine Zeichnung von damals, die haben Sie noch? Die kleine Zeichnung? Ist im Laufe der Jahre größer geworden. Leider nicht besser. Ich weiß nicht, woran es liegt. Das Gesicht lebt nicht. Es sagt nichts. Man kann darin nicht lesen. Oder richtiger, ich habe es nicht fertiggebracht, auszudrücken, was ich darin lese. Malt man so lange an einem Bild? Es gibt Bilder, an denen malt man ein ganzes Leben und sie gelingen einem doch nicht. Vielleicht war ihm damals auch nicht so deutlich anzusehen, was man heute sieht. Was sehen Sie denn? Hartnäckigkeit. Ich weiß nicht, ob es das richtige Wort ist. Aber wie ich es malen müsste, das wüsste ich jetzt. Vielleicht. Wann haben Sie Zeit, Herr Krause? Ich möchte daran weiterarbeiten. Die Stillsitzerei liegt mir nicht. Hin und wieder eine kleine Stunde? Solange ich keinen Chefingenieur finde, fehlen mir die kleinen Stunden. Sie geben sich umsonst Mühe, Herr Krause. Aus uns wird kein Paar. Um es ganz offen zu sagen, ich möchte nicht den Lückenbüßer spielen. Heute und morgen braucht er uns, ich weiß. Aber übermorgen? Geben Sie es doch zu. Was ihr anbietet, ist ein Vertrag auf Zeit. Das berühmte Stück Weg, dass man zusammengeht, solange Not am Mann ist. Aber danach? Dankeschön. Auf Wiedersehen. Nein, Herr Krause. Nein. Sie irren sich. Kein Vertrag. Sondern Freundschaft. Nicht auf Zeit, auf Dauer. Kein Wegstück, sondern den ganzen Weg. Das ist das Angebot. Was halten Sie davon? Hartnäckigkeit scheint wirklich das richtige Wort zu sein. Lassen Sie mir Zeit. Ich kann mich nicht so schnell entscheiden. War es nicht in Ordnung? Kann ich helfen? Nee, danke, nicht nötig. Ist das deine Leiter? Welche Leiter? Die. Die? Nee, wer weiß, wer die stehen gelassen hat. Deine Stimme kommt mir bekannt vor, Kumpel. Zeig mal dein Gesicht. Ach nee, was haben wir denn geladen? Pfefferkuchen für einen Weihnachtsmann. Finger weg, Onkelchen. Hörst du nicht? Finger weg! Ihr beklaut euch selber. Wieso uns? Höchstens die Iwans. Ob wir demontieren oder die. Ist das nicht egal? Erstens nicht egal. Zweitens hat er falsch unterrichtet. Der Betrieb wird nicht demontiert. In ein paar Jahren gehört er uns. Aha. Na prima. Dann nehmen wir uns eben jetzt schon unseren Anteil. Ihr bringt die Maschine zurück. Sofort. So siehst du aus, Horb. Mensch, seid vernünftig. Wir brauchen das Ding. Wir wollen uns was zu fressen besorgen. Wir haben den Schlamassel nicht überstanden, damit wir danach an Hunger krepieren.
Und die anderen? Fängt ihr nicht an die anderen? Heute ist sich jeder selbst der Nächste. Da kommt was. Polizei weg. Hast du Angst? Halt, bleibt mal stehen. Was macht ihr hier? Kann ich mal eure Papiere sehen? Also, Herr Wachmeister, das ist so, wir... Wir bringen eine Maschine ins Werk. Mitten in der Nacht? Die war zur Reparatur. Wir haben sie abgeholt von auswärts. 5 Minuten vom Ziel eine Panne. Was sollen wir machen? Genau so ist es. Der Motor will nicht mehr. Na, also die Personalbescheinigung. Aber gerne. Wendel Klaus? Pöschel Horst? Und Krause Fred? Wir werden es auf dem Revier klären. Schon richtig. Man muss aufpassen. Aber wir sind ehrliche Leute. Helft uns lieber schieben. Nur bis zum Werkhof. Der ist bewacht. Na schön, dann los. Danke. Morgen früh Punkt 7, klar? Ja. Du auch. Um 7, Chef. Immer noch auf den Beinen. Ich will dir nur Bescheid sagen. Du meldest dich morgen in der Werkleitung, Zimmer 4. Warum? Wer sitzt da? Der neue Produktionsdirektor. Was will der von mir? Dieser komische Mensch ist der Ansicht, dass er dich nicht entbehren kann. Schipp, schipp, hurra und Tabak trocknen, das könnte dir so passen. Du wirst wieder, naja, nicht gleich Meister, aber Stellvertreter. Zimmer 4, früh um 7. Vergiss es nicht. Ich bin's wieder. Früher ging's wohl nicht. Leider nein. Moment. Ihr Gepäck, bitte. Junge Frau, kann ich nicht einen Augenblick reinkommen? Was wollen Sie denn noch? Wir müssen uns unterhalten. Aber nicht nachts um eins. Wiedersehen. Junge Frau, wollen Sie mich in Sturm und Regen schicken? Ich bin obdachlos. Ach. Ich appelliere an Ihr Mitleid, junge Frau. Im Ernst, ich habe keine Bleibe. War nichts zu finden. Um Gottes Willen, jetzt gibt's doch noch Streit um die Wohnung. Oder wir einigen uns auf einen Kompromiss. Ich dachte mir, wir teilen uns vorläufig dieses Luxus-Etablissement. Und wie stellen Sie sich das vor? Unter Umständen ganz nett. Aha. Nee, lieber Mann, das wird nichts. Das bürgerliche Gesetzbuch? Sie haben wohl schon die Rechtslage geprüft. Das brauche ich beruflich. Sind Sie beim Gericht? Ab September mache ich einen Sonderkurses mit für Volksrichter. Wo? Oh. Die Stube benutzen Sie doch sowieso nicht. Die können Sie mir abtreten. Wollen Sie unter freiem Himmel schlafen? Das Loch lässt sich zumauern. Stein und ein bisschen Leben. Und jetzt fürs Erste. Passt sie nicht? Doch, sehr. Danke. Volksrichterkursus. Wichtige Sache. Was sind Sie denn vom Beruf? Schneiderin. Das ist gut. Die Gesetze brauchen einen neuen Zuschnitt. Ich möchte
hier jetzt schlafen. Würden Sie bitte die Tür zumachen? Dann habe ich kein Licht. Brauchen Sie Licht zum Schlafen? Ich muss eine kleine Rede ausarbeiten. Bitte. Danke. Streichhölzer? Gute Nacht. Was denn noch? Entschuldigen Sie, hätten Sie einen Bleistift und ein paar Blatt Papier? Kommen Sie rein. Tut mir wirklich leid, aber... Im Küchenschrank. Wo? Im linken Fach. Danke. Bitte. Schlafen Sie schon? Ja. Allerletzte bitte. Ein Glas Wasser. Ich komme um vor Durst. Darf ich das nehmen? Mich wundert nur, dass Sie noch fragen. Danke. Bitte. Vielen Dank. Mann, 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 Sie haben Nerven. Am nächsten Vormittag bliesen wir die Siemens-Martin-Öfen an. Noch waren wir wenige. Aber Paul war da, misstrauisch blinzelnd, und meine beiden hungrigen Freunde. Und auf einmal sah ich auch Hensfeld. Ich hatte mir in der Nacht meine Rede aufgeschrieben. Die erste meines Lebens, ein halbes Dutzend Seiten voll. Noch ein Wort und noch ein Wort. Eine wahre Flut von Worten, eins schöner als das andere, zu schön. Zu viel wolkenloser Himmel und Siegesglocken und Zukunftsmusik. Eine Tempelpredigt, keine Trümmerrede. Im letzten Moment merkte ich's und ließ Papier Papier sein. Kollegen! Kollegen, ich habe die halbe Nacht überlegt, was ich euch sagen soll zu diesem Anlass. Am besten gar nichts. Lass lieber ein Fass Bier anrollen. Sei still, Richard. Ruhe! Sag was, aber kurz. Keine Angst, ich mach's kurz. Kollegen, ich kann euch an diesem ersten Arbeitstag nichts versprechen als Mühe und Schweiß. Wahrscheinlich Berge von Mühe und Ströme von Schweiß. Naja, wenigstens ehrlich. Ich kann euch nichts geben als die Gewissheit, dass ihr besitzen werdet, was ihr euch selber gebt. Schenken kann euch keiner was. Auch ich nicht. Meine Taschen sind so leer wie eure. Ich kann nur sagen, lassen wir hier kein Gras wachsen. Schrauben wir die Ketten von den Türen. Packen wir zu. Bauen wir uns endlich unser eigenes Haus. Ein Haus ohne die verdammten drei Ks. Ohne Krise, ohne Krieg, ohne Krupp. Ein Haus nach eigenen Plänen. Sorgen wir dafür, dass es die letzte Pappe von den Fenstern war. Und dass das Magengnom bald vorbei ist. Auf dass der Schornstein wieder raucht. Und die Suppentöpfe wieder voll werden. Dann du da hinten, dann rollt auch das Bier an. Es hängt von uns ab. In diesem Sinne, Feuer unter den Ofen. Thank you.
Anfang war gemacht. Das Werk lief wieder, die Stadt erholte sich. Langsam verheilten die Wunden. Auch mein Arm kam in Ordnung. Und die Haare wuchsen nach. Aber sie waren grau geworden. Jetzt sah man sie erst richtig. Viel zu grau, leider. Es hätte mir nichts ausgemacht, wenn nicht... Naja, schließlich schlief man Wand an Wand, nur durch einen halben Mauerstein getrennt. Wenn ich still lag, hörte ich sie atmen. Sie gefiel mir. Aber ich ihr wohl nicht. Arbeiten Sie noch? Warum? Sie müssen Ihre Paragraphen doch bald rauf und runter können. Eben nicht. Soll ich rüberkommen, abfragen? Danke, danke. Das wäre zu viel verlangt. Ich kann sowieso nicht schlafen. Na sowas. Das tut mir aber leid. Nehmen Sie doch Brom. Sonntag will ich an die Elbe. Angeln. Mal sehen, ob was anbeißt. Petri Heil, Herr Nachbar. Ein bisschen frische Luft könnte Ihnen auch nicht schaden. Ich muss lernen. Wir nehmen unsere Decke mit. Sie legen sich mit Ihren Büchern in die Sonne. Was halten Sie davon? Nicht viel. Und abends gibt's Aalgrün oder Hecht oder Karpfen. Ich mache mir nichts aus Fisch. Gute Nacht, Herr Nachbar. Also, was sagt Paragraph 193? Zu Beratungen und Abstimmungen dürfen außer den zur Entscheidung berufenen Richtern nur die bei demselben Gericht zu ihrer juristischen Ausbildung beschäftigten Personen zugegen sein, soweit der Vorsitzende deren Anwesenheit gestattet. 94? Der Vorsitzende leitet die Beratung, stellt die Fragen und sammelt die Stimmen. 95? Kein Richter, Schöff oder Geschworener darf die Abstimmung über eine Frage verweigern, weil er bei der Abstimmung über eine vorhergegangene Frage in der Minderheit geblieben ist. 196? Das ist aber ein langer Riemen. Ja, ich weiß. Muss man dreimal lesen, bevor man es versteht. 196 kann ich. Stimmenverhältnis, Berechnung der Stimmen bei mehr als zwei Meinungen, bei Stimmengleichheit und so weiter. 97? Die Richter stimmen nach dem Dienstalter, bei gleichem Dienstalter nach dem Lebensalter. Handelsrichter, Schöffen und Geschworene nur nach dem Lebensalter. Der Jüngere stimmt vor dem Älteren. Die Schöffen und Geschworenen vor den Richtern, zuletzt der Vorsitzende. Na bitte, das sitzt doch. Bei der letzten Zwischenprüfung war mein Kopf viel leer. Kein Wunder. Sie büffeln zu viel. Ihnen fehlt der Ausgleich. Die Abwechslung. Für die Sie gern sorgen würden, hm? Hätten Sie was dagegen? Es wäre so schön bequem, nicht wahr? Man teilt sich Strom und Kohlen, warum nicht auch das Bett? Zu bequem, Herr Nachbar. Sie haben einen völlig falschen Eindruck von mir. Ich bin nicht mehr 16. Nanu. Darf man gratulieren? Sie wussten, dass ich heute Examen hatte? Sagen Sie schon, wie war's? Bestanden. Im Namen des Volkes. Danke. Und der Gemüsefrau.
Hanna, ich darf doch Hanna sagen. Hm? Wir müssen uns aussprechen. So? Die Baupolizei war nämlich da. Ich verstehe nicht ganz. Wir müssen raus. Einsturzgefahr. Na und? Nun wird das Wohnungsamt jeden von uns woanders einweisen. Entsetzlicher Gedanke. Dabei gibt's eine bessere Lösung. Ach. Mein Betrieb könnte uns eine Wohnung besorgen. Uns? Drei Zimmer, schöne Küche, Balkon nach Süden, mit Bad, sogar gekachelt, hellgrün. Ein wahres Traumschloss. Würde Ihnen gefallen, was? Na sicher. Aber die Sache hat leider einen Haken. Das habe ich mir gedacht. Solche Wohnungen vergibt man nur an Ehepaare. Was meinen Sie dazu? Darauf steht Zuchthaus. Wie bitte? Paragraph 256 StGB, Erpressung. Mindestens 6 Monate. Wäre nicht lebenslänglich möglich? Wenn ich mit deinem Erich nicht gefalle. Du gefällst jedem. Wann holst du ihn? Weiß noch nicht. Fred, in dieser Beziehung verstehe ich dich nicht. Dein Junge müsste doch für dich das Wichtigste sein. Wichtiger als ich. Manchmal habe ich das Gefühl, er wäre dir gleichgültig. Und das ist nicht wahr. Warum bist du nicht sofort zu ihm gefahren? Gleich in den ersten Wochen? Das ging doch nicht. Der Betrieb... Ach, der Betrieb wäre deswegen nicht untergegangen. Er war aber nahe dran. Sind das nicht Ausreden? Ich habe auch ein bisschen Angst, Hanna. Wovor? Dass Erich nicht mitkommt. Nicht mit zu seinem Vater? Er hat mir geschrieben, er würde lieber in Essen bleiben. Du musst bald fahren. Ja, ja. Sobald wir die Wohnung haben. Und den Trauschein. Wir haben Verspätung. Noch 20 Minuten. Danke. Essen Hauptbahnhof. Fried! Fried! Wie geht's dir, Fried? Wie war die Hochzeit? Warum hast du deine Frau nicht mitgebracht? Ich bin doch so neugierig. Willkommen am Rheinbruderherz. Lass dich betrachten. So sieht also ein Direktor von drüben aus. Na ja, gratuliere. Tag, Erna. Tag, Fred. Ja, nun sind wir alle beisammen. Nur Jochen fehlt. Ich darf gar nicht dran denken. Peter, Heinz, das ist also euer Onkel Fred. Tag. Tag. Wo ist Erich? Erich! Mein Junge, bist ein langer Latsch geworden. Tag, Vater. Du bist mir doch hoffentlich nicht böse, dass ich jetzt erst komme. Aber nein, überhaupt nicht. Ich weiß ja Bescheid. Ihr müsst drüben mächtig ran, rabottern, rabottern. Was heißt da Familie? Ach, was du redest, so ist das nicht. Nein, ich dachte. Wie ist es denn? Anders als du denkst, du wirst ja sehen. Was sehen? Wie es bei uns zugeht. Du bist also wirklich gekommen, um mich zu holen? Natürlich. Aha. Er wird sich schon an dich gewöhnen. Was passt ihm nicht, dass ich wieder verheiratet bin? Ivo, musst ihn verstehen. Er hat hier seine Freunde und seine Schule und alles und... Und was? Na, wie Erna und ihre Jungs denken, weißt du ja. Das färbt eben ab. Höchste Zeit, dass er zu mir kommt. Wie geht's weiter? Nicht gut. Du wirst einen Schreck kriegen. Wo bleibt der Pastor heute? Fred ist da. Hörst du, Fritz?
Unser Freddy. Jedes Haus, Fred. Ich kann Riegelfutter holen. Nee. Er sucht die goldene Uhr. Er bringt alles durcheinander. Frieda. Ja. Frieda. Ja. Lass keinen raus. Einer hat mir die goldene Uhr geklaut. Die Jubiläumsuhr. Von Exzellenz, die zum 50. Die haben wir ja weggegeben, Vater. Voriges Jahr für einen Sack Mehl. Aber ich brauch sie. Für den Pastor. Ich will Masse der Kirche. Nimm mir die Decke weg. Ich krieg ja keine Luft mehr. Komm da unten. Geht das schon immer so? Er wollte den entnazifizierenden Schrei spielen. Ehe die mich einsperren, sagt er, mach ich's wie Exzellenz, ich werd krank. Nun bist doch kerngesund, sag ich. Da gibt er eine Flasche Terpentin hinter. Bums aus, ein halbes Jahr Krankenhaus. Seitdem geht's bergab. Was hat er immer mit dem Pastor? Auf seine alten Tage ist er fromm geworden. Jetzt fallen ihm alle seine Sünden ein. Redet nicht schlecht von ihm. Er hat sich plagen müssen all die Jahre. Rackern und rackern. Und hat's eben nie gewusst, wie man's einrichten soll, dieses Leben. Er hat viel verkehrt gemacht. Vielleicht weiß es heute selber. Aber es war auch nicht leicht für ihn, immer 5 Teller auf dem Tisch und auf jedem sollte was drauf sein. Ja, ja. Du siehst blass aus, Mutter. Hast du denn hier alles? Ich kann mich nicht beklagen. Na wuch, die Trompete. Kannst du die Melodie? Ein Alter. Nach Magdeburg. Nach viel Vergnügen, da musst du dich aber umstellen. Da ist nix mit Jazz, da spielen sie Balalaika. Was sagst du, ist eine Frau Volksrichterin, wenn ich das schon höre? Volksrichterin. Oh mein Gott. Du hast sicher gelesen, dass ihnen in Nürnberg der Prozess gemacht werden soll. Krupp und allen. Jochen ist auch dabei. Ja. Vorige Woche habe ich ihn besucht. Ein Skandal, diese Internierungslager. Wie die armen Menschen dort leben. Wie denn? Na, wie Gefangene. Werden sie totgeschlagen, gepeitscht, vergast? Na, das gerade nicht, aber... Na, also reden wir nicht über Lager, Erna. Du freust dich wohl noch über Jochens Unglück. Für dich ist er ein Kriegsverbrecher, nicht wahr? Ich schlage vor, wir wechseln das Thema. Wieso? Sag nur, was du denkst. Sprich dich aus. Ein Kriegsverbrecher. Ist das deine Ansicht? Antworte mir doch. Wenn du darauf bestehst, ja, dieser Ansicht bin ich. Oben auf dem Hügel wurde der Krieg verbrochen. Leute wie Krupp haben ihn gemacht, bewusst und systematisch. Und Jochen hat mitgemacht. Daran kommt man nicht vorbei. Ich schmeiß ihn gleich raus, den Herrn Genossen. Lächerlich. Jochens Ressort war ja so begrenzt. Begrenzt? Er war verantwortlich für die Stahlwerke im Donetsbecken und später für die Munitionsfabrik in Auschwitz. Was da unter dem Zeichen der drei Ringe los war, muss ich dir wohl nicht sagen. Jochen hat die meiste Zeit am Schreibtisch gesessen. Von den Scheußlichkeiten hat er nichts gewusst. Natürlich nicht. Sie wussten alle nichts. Krupp nicht, Jochen nicht, das ganze Direktorium nicht. Der Herrn hat die Listen nie gesehen. Die Monatsberichte mit den Zu- und Abgängen, die Bestellscheine für Sklavennachschub, nie gesehen, nie davon gehört, waren alle ahnungslose Engel. Haben nur am Schreibtisch gesessen. Aber man kann auch vom Schreibtisch aus töten. Wer die Befehle unterschreibt, ist nicht besser als die kleine Bestie, die sie ausführt. Im Gegenteil. Das höre ich mir nicht länger mit an. Herr, ich lasse von Ihnen meinen Vater nicht beleidigen. Nehmen Sie das sofort zurück. Ich bin nach meiner Meinung gefragt worden. Ich habe Sie gesagt, dass es sich um deinen Vater handelt. Tut mir leid, Junge. Aber du musst die Wahrheit kennen, so bitter wie sie für dich ist. Hören Sie auf, Ihr blödes Gerede kotzt mich an. Dass du dir das bieten lässt, Mutter. Halt aber den Mund, Heinz!
Ich bin hier zu Hause, ich kann sagen, was ich will. Quatsch nicht dämlich, raus mit ihr, ihr reden Erwachsene. Na los, los, raus, Peter Ewig auch. Kommt gar nicht in Frage, dass wir uns streiten. Wir müssen uns vertragen, alle miteinander. Du hast es falsch angefangen, Erna. Jetzt will ich dir mal sagen, worum es eigentlich geht. Von Bruder zu Bruder, ohne Politik, rein menschlich. Also, wie sieht die Sache aus? Erna ist deine Schwester, Jochen ist dein Schwager und seine Söhne sind deine Neffen. Das heißt, du gehörst zur Familie. Aus diesem Grunde erwarten wir von dir, dass du Jochen hilfst. Ich wie denn? Ganz einfach. Du lässt uns eine eidesstattliche Erklärung da, dass Jochen dich seinerzeit aus dem Lager geholt hat. Persilschein. Nenn's, wie du willst. Es würde ihm helfen, Fred. Aber es ist nicht wahr. Er hat mich abgeholt, weil er zufällig den Lagerkommandanten kannte. Nicht etwa rausgeholt. Rausgeholt hat mich mein Hans, weil er auf seinen verfluchten Orden gepocht hat. Das wisst ihr ganz genau. Wenn schon so bis in die Einzelheiten, musst du das ja nicht unbedingt formulieren. Tu ein gutes Werk, Fred. Das erwarten wir alle von dir. Auch Mutter. Du würdest das richtig finden, Mutter? Ich weiß nicht. Ich denke ja und ich denke nein. Mein Gott, Fred, bring's über dich. Ich habe mit Dr. Lorenz gesprochen, dem Chef von Krupps Verteidigungsmannschaft. Weißt du, er ist der Meinung, so ein kleiner Schriftsatz würde was ausmachen. Was ist das für ein Dr. Lorenz? Etwa der Anwalt, der früher in Magdeburg war? Ich glaube. Ja, du hast recht, aus Magdeburg. Den kenne ich zufällig. Na also. Aber da war noch Gauredner der NSDAP. Hey. Tut mir leid. Ihr seid an der falschen Adresse. Fred Krause, ein Zeuge der Krupp-Verteidigung. Nee, Gustav, nee. Das habe ich gewusst, er will nicht. Nicht ein gutes Wort will er für den Mann seiner Schwester einlegen. Pfui Teufel. Erna, ich erinnere mich an eine Menge Leute, die vor einigen Jahren auch ein paar gute Worte nötig gehabt hätten. Gül, oder Fix, oder Else Kittmann, als sie geschnappt wurde und an den Galgen kam. Oder Bierschowski oder Blumenthal. Wo war denn Jochen damals? Nicht den kleinen Finger hat er gerührt. Denk zurück, Mutter. Denk an Gül. Was hat Jochen getan? Hast du es so schnell vergessen? Gelacht hat er. Das stimmt leider, Erna. Ihr übertreibt. Jochen konnte damals nichts tun. Für keinen. Für Jüll nicht und für Piaschowski nicht. Und auch nicht für Blumenthal. Erzählt keine Märchen. Wem hat denn dieses Haus bis 38 gehört? Wem denn? Blumenthal. Wer war denn so scharf drauf? Seine Frau hat es uns freiwillig verkauft. Freiwillig? Wahrscheinlich ist sie auch freiwillig nach Theresienstadt gegangen. Und dein Mann wusste nicht das Geringste davon. Nicht das Geringste! Eine erbärmliche Haltung! Du hast kein Herz, Fred. Aber warte nur, noch ist nicht aller Tage Abend. Es kommt auch wieder anders. Verlass dich drauf, es kommt wieder anders. Fühlt euch nicht zu sicher, ihr da drüben. Ihr Habenichtse, ihr roten Bonzen. Na, endlich ist die Katze aus dem Sack. Danke, Erna. Hab deine Sachen, wir fahren heute noch. Aber Fred! Heute noch. Und wenn ich nicht will? Noch bist du nicht volljährig. Auch ein Argument. Erna hat's nicht so gemeint. Das ist ja so rausgerutscht. Nicht wahr, Erna? Ich hab's so gemeint. Erna, nicht doch. Erna! Bitte, Fred, mach dir nichts draus. Bitte fahr nicht gleich wieder weg. Du kannst ja bei Gustav wohnen. Ja, Gustav, dir wär's doch recht. Um ehrlich zu sein, nicht sehr. Ich glaube, wir würden uns auch bald streiten. Tja, Bruderherz, man denkt tatsächlich zu verschieden. Außerdem muss ich nach Hamburg, da liegt bewacht zum Verkauf 4000 Tonnen Schrott. Dein Geschäft blüht, was? Man kann zufrieden sein. Das glaube ich. Wahres Glück, dieser Krieg. Ganz Deutschland ein einziger Schrotthaufen. Da kann man zufrieden sein. Na, siehst du schon, fängst an. Also fahr heim in dein Himmelreich, deine Friedensoase, bau dir dein gelobtes Land, ich baue mir inzwischen meins. Der eine baut dem auf Schrott, der andere auf Sozialismus, jeder nach seiner Fassung. Mach's gut, Bruderherz. Schade, dass du dich nicht ein bisschen anpassen kannst. Aus deiner Haut kann man nicht raus. Ich wünsche dir trotzdem Glück. Gleichfalls, Gustav. Am liebsten würde ich dich mitnehmen. Sei nicht traurig, Mutter. Versuch mich zu verstehen. Oder war es falsch? Nein, man darf sich nicht verkaufen. Du machst schon richtig, Freddy.
Du bist wie Jules. Ich helfe Erich packen.